Einmal Punkt diese Frage der Initiative kulturelle Integration. Also eigentlich mein erster Eindruck war bei der Lektüre, bei diesen ganzen Punkten, Thesen, dass es eigentlich hier, ich mich in einer Selbstverständlichkeit angesprochen gefühlt habe. Es war eigentlich für mich wahnsinnig viel selbstverständlich. Und das, was de Maizière dem vorangestellt hat, oder auch die ganze Initiative, dass es ein Debattenbeitrag sein soll, dass dadurch ein Prozess ausgelöst werden soll, was kulturelle und integrative Verhandlungen betrifft, das habe ich erst bei mir nicht gesehen, weil ich alles einfach nur bestätigen konnte. Also Marx' Grundgesetz als einen Ankerpunkt darstellen oder die Geschlechtergerechtigkeit oder dass Religion auch einen Platz im öffentlichen Raum hat, kulturelle Vielfalt und Stärke darstellt, bürgerschaftliches Engagement zentral ist, parlamentarische Demokratie von Engagement lebt, waren das für mich alles sehr selbstverständliche Punkte. War das nur für den Wissenschaftler Özkan selbstverständlich oder für den Bürger? Es war für den Bürger Özkan selbstverständlich. Also das ist so, das war die erste Lektüre. Du hast absolut recht. Denn jetzt der zweite Punkt wäre eben als Wissenschaftler, das ist so die zweite Ebene gewesen, die ich dann hatte, dann gucke ich als Kulturwissenschaftler, was wiederholt sich, was ist im Kern eigentlich in dieser Sache drin. Und da fällt mir auf, dass in den ersten drei Thesen dreimal das Wort Zusammenleben fällt. Ja? Also dieser Begriff ist ganz, ganz stark. Und dann kommen Begriffe wie öffentlicher Raum kommt danach zum Beispiel. Oder dann Streitkultur. Kulturelle Vielfalt hatte ich erwähnt gehabt. Und was ich da wiederum interessant finde, ist eigentlich, dass in diesem Thesenpapier eigentlich eine ganz starke These drinsteckt, nämlich die Demokratie findet draußen statt. Also sozusagen ein Rausgehen, also eine Aktivität. Und im ersten Satz heißt es auch, das Grundgesetz muss gelebt werden als Grundlage. Dass wir aktuell über das Grundgesetz reden, ist zuerst einmal ein Zeichen dafür, dass die Debatte in Reaktion auf die sogenannte Flüchtlingskrise in die nächste Phase gekommen ist. Zuerst haben wir über die sogenannte sektorale Integration geredet, über den Arbeitsmarkt, über Spracherwerb, über Bau von Wohnungen. Und jetzt reden wir darüber, was die Gesellschaft zusammenhält, was also darüber hinausgeht, dass Migranten die Sprache erwerben. Und diese Diskussion ist jetzt eröffnet und das Grundgesetz steht hierfür. Absolut, also dem würde ich absolut zustimmen, weil das Integrationsgesetz hat ja wirklich diese zwei Anker gehabt, Sprache und Arbeit. Ja? Also wurden sozusagen die Integrationsstunden erhöht und auch die Sprachkurse erweitert und sozusagen die Möglichkeit, in Arbeit schnell zu kommen, wurde auch erleichtert durch das Integrationsgesetz. Ich sehe da auch eine Entwicklung eigentlich in gewisser Weise, sozusagen eine Weiterschreibung. Und da hast du absolut recht, also diese These, und das sagt ja dem sehr offen, das Grundgesetz allein definiert nicht das Zusammenleben, sondern da muss sozusagen mehr dazukommen. Und dieser Mehrwert, und jetzt komme ich zum Wissenschaftler, als Kulturwissenschaftler interessiert mich sehr, weil da, ich habe diese, dass Demokratie draußen stattfindet. Und es ist für mich in dem Sinne interessant, weil die Unterscheidung Kultur und Zivilgesellschaft, Kultur und Zivilisation historisch oft auch anders gelagert war. Also beispielsweise, also dass man zum Beispiel Kultur als eine Form der inneren Moralität begriffen hat. Also ich finde, dass hier sehr, sehr viel draußen stattfindet in diesem Papier. Und zum Beispiel hat hier Jürgen Habermas, als er den Begriff des Verfassungspatriotismus von Sternberger Ende der 80er übernommen hat, hat er einen universalistischen Rahmen gehabt. Also er wollte eigentlich diesen Begriff Verfassungspatriotismus, der noch national kodiert war Anfang der 80er Jahre, wollte er eigentlich dann in den 90er Jahren entnationalisieren und universalisieren. In den 90er Jahren war es wichtig, zwischen politischer Integration auf der einen Seite zu unterscheiden und zwischen ethnisch-kultureller Integration. Das waren zwei Felder. Man hat sozusagen der Multikulturalismus der 90er Jahre hat davon gelebt, Kultur findet im Privatraum statt, politische Integration im öffentlichen Raum. Und in diesem Papier wird beides zusammengefasst. Und deswegen finde ich den Kulturbegriff, der hier arbeitet, also ich würde sagen, dass der Kulturbegriff jetzt hier gewandert ist. In den 90er Jahren hätte dieses Papier viel mehr Diskussion ausgelöst und wäre schräg zu den Debatten damals quer gestanden als heute. Und ich finde, diese Entwicklung ist, finde ich als Kulturwissenschaftler, sehr bemerkenswert. Wenn man den Begriff des Verfassungspatriotismus auch im internationalen Vergleich anschaut, wird man feststellen, dass es zuerst einmal ein sehr deutscher Begriff ist. In anderen Ländern wird er in dieser Form nicht oder kaum verwandt und er steht insoweit auch für die spezifisch deutsche Erfahrung nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir es geschafft haben, in Reaktion auf die NS-Zeit ein freiheitlich-demokratisches Gemeinwesen
aufzubauen. Und er hat dann in den letzten Jahren wiederholt einen Wandel durchlaufen. Und Özkan hat gerade darauf hingewiesen. In den 90er Jahren stand Verfassungspatriotismus, ursprünglich stand Verfassungspatriotismus für die Loslösung vom Nationalsozialismus, für die Überwindung und die Aufarbeitung des Holocaust. In den 90ern stand es dann als Symbol dafür, dass Deutschland sich der europäischen Integration öffnet. Und in der Gegenwart erstarkt der Begriff zu einer dritten Dimension, dass wir nämlich über den Umgang von einer Gesellschaft mit Vielfalt, vor allem infolge von Migration, reden. Von daher ist der Begriff des Verfassungspatriotismus in dieser Form zuerst einmal ein sehr deutscher in der Debatte, der dann auch mit entsprechend deutschen Inhalten wahrscheinlich gefüllt wird. Der Verfassungspatriotismus von Sternberger, 82, der war ja nie für die Arbeitsmigranten gedacht. Der war auch nie für die Kinder der Arbeitsmigranten gedacht. Also es ging ihm, und er hat auch einen schönen Satz in seinem Text drin, und finde ich auch sehr schön, er wünscht sich Verfassungspatrioten, die auf die Straße gehen. Gegen die Demonstrierdemokraten, also schreibt dann sein Artikel. Und mit den Demonstrierdemokraten aber die Linken sozusagen, die Sozialisten damals gemeint. Also das ist auch nochmal so eine... Also ich finde, man kann anhand dieses Begriffs, dieses wandernden Begriffs der Verfassung, des Verfassungspatriotismus, eine interessante Sozialgeschichte auch erzählen. Ein Problem in der öffentlichen Debatte um den Verfassungspatriotismus ist, dass es sehr häufig die Verfassung als etwas Statisches wahrgenommen wird. Man beruft sich auf die Verfassung und denkt, damit hat man alle Probleme gelöst, weil in der Verfassung steht ja drin, was die Lösung ist. Und das ist wahrscheinlich viel zu einfach, denn Verfassung ist nie etwas Statisches und Verfassung gibt auch nie eine eindeutige Lösung vor. Verfassung kann immer nur der Rahmen sein, innerhalb dessen wir als Gesellschaft darüber streiten, was uns zusammenhält, wenn man den Begriff aufgreifen muss. Und nehmen Sie ruhig eines der großen Themen der letzten Jahre, Kopftuch von Lehrerinnen oder aktuell auch von Richterinnen. Natürlich gibt es dort inzwischen Verfassungsjudikatur aus Karlsruhe zu, aber wie die Verfassung auszulegen ist, das war jahrelang und ist bis heute umstritten und unklar. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Der eine sagt A, der andere sagt B. Das wird dann in einem jahrelangen Diskurs bis hin zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts schrittweise einer Lösung zugeführt. Alle berufen sich auf die Verfassung. Allerdings, die Verfassung selber enthält immer erst im Nachhinein, wenn wir im Zeichen der Verfassung einen Konflikt gelöst haben, eine klare Antwort. Im Augenblick des Konfliktes ist die Verfassung in gewisser Weise neutral. Sie ist Projektionsfläche für unterschiedliche Visionen. Und wenn das so ist, wenn Verfassung auch davon lebt, dass in ihrem Namen sozusagen unter ihrer Fahne gestritten wird, dann ist in der Tat das Streiten, das Miteinander umgehen, der Diskurs ganz entscheidend. Absolut. Also ich finde, was du jetzt ins Spiel gebracht hast, sehr, sehr wichtig. Und ich vermisse das, ehrlich gesagt, in diesen 15 Thesen ein wenig. Und das kommt ein bisschen zu kurz. Die Prozessualität von Auseinandersetzungen, von Streit, von Konflikten sozusagen. Und da ist sozusagen auch der Kulturbegriff, der hier arbeitet. Also mir ist der Kulturbegriff sehr unbestimmt. Und Sie haben sich ja auf diese Erklärung der UNESCO, Mexico City, von 1982 bezogen. Das ist ein sehr, sehr breiter Kulturbegriff. Da wird fast alles, also da ist irgendwie dann alles irgendwie Kultur. Jede Artikulation, jedes Lied, Praktiken, Verhaltensweisen, das ist extrem breit. Aber diese Breite macht es, finde ich, zum Problem, weil hier ist irgendwie Kultur taucht als Einheit irgendwo auf. Und irgendwie tritt an die Stelle der Nation die Kultur in diesem Papier für mich. Und das ist, wo ich ehrlich gesagt eine Integrationsblockade auch sehe. Und das ist genau, weil es sozusagen diesen Verhandlungsraum nicht wirklich öffnet. Ich finde, es ist, also die Thesen sind sehr, sehr, wie soll ich sagen, so bestimmend, so auffordernd, ja, dass man sozusagen bürgergesellschaftliches Engagement, also dass schon irgendwie klar ist, irgendwie klare Bilder schon da sind im Kopf, was es eigentlich genau heißt, bürgergesellschaftliches Engagement. Da gibt es ja Strukturen, in die man sich einzufügen hat. Und Geschlechtergerechtigkeit ist auch schon klar, ja, also du hast Kopftuch zum Beispiel erwähnt, oder ich hatte mit dem Burkini zu tun, da war auch klar, nee, das ist keine Geschlechtergerechtigkeit. Und erst in Verhandeln, ja, sozusagen unter unterschiedlicher kultureller Kategorien, wurde dann klar, okay, wir müssen vielleicht Gerechtigkeit auch manchmal ein bisschen anders denken wie gedacht. Und dieses Öffnen, ja, diesen Kultur als Prozess begreifen, das ist etwas, was mir irgendwie in diesem Papier auch fehlt.
Ich stimme dir teilweise zu, teilweise aber auch nicht. Ich finde, du hast recht, dass das Papier sehr stark abzielt auf diejenigen Strukturen, die auch von den Organisationen getragen waren, die das ganze Papier mit ausgearbeitet haben. Also die von den Gewerkschaften bis hin zu den Kirchen, Journalisten, also die etablierten, im weitesten Sinne zivilgesellschaftlichen Strukturen der alten Bundesrepublik, die in gewisser Weise fortgeschrieben werden. Wo ich dir allerdings nicht zustimme, ist, dass das Papier ein klares Ergebnis vorgibt. In Bezug auf Geschlechtergleichheit mag das in gewisser Weise zustimmen, aber ansonsten wird ja ausdrücklich betont, über Kunst ist frei, über Kunst muss geschritten werden, Religion soll sich einbringen, aber Religion ist umgekehrt auch Gegenstand von öffentlichen Diskursen. Also diese Offenheit des Ergebnisses, die würde ich in dem Papier schon stark sehen. Wo es vielleicht ein bisschen schwach ist, ist, dass zu sehr auf tradierte Strukturen gesetzt wird, was aber vermutlich daran liegt, dass genau diese tradierten intermediären Akteure das Papier geschrieben haben. Also ich stimme da mit dir überein, dass da eine Offenheit auf jeden Fall liegt, also so eine Prozessöffnung in dem Sinne liegt. Aber ich sehe nicht wirklich die Tools, ja, die Handwerkzeuge, wie man damit weiterarbeiten soll. Ich finde schon, dass es hochanspruchsvoll ist eigentlich, was da vorgeschlagen wird. Also es ist schon, also die Bildungsfernen zum Beispiel, Bildung ist eine Kategorie als These, die stark ist. Die Bildungsfernen sehe ich hier zum Beispiel nicht. Wie nehmen wir damit rein? De Maizière hat von seinem Bücherregal gesprochen. Also er arbeitet auf einer hochkulturellen Ebene und es ist sozusagen auch eine Spiegelung von hochkultureller Ebene, wo dann die Sozialstruktur fehlt. Also was zum Beispiel in diesem Papier wirklich nicht präsent ist, ist sozusagen die Frage der Sozialstruktur in der Bundesrepublik. Es ist schon dieses, es ist klar, die These besteht darin, Kultur, kulturelle Integration ist sehr, sehr stabilisierend. Ja? Und Religion wird auch mehr als Kitt als denn als Keil dann auch an einer anderen Stelle beschrieben. Jetzt nicht hier bei diesen 15 Thesen, sondern bei diesem 10-Punkte-Katalog zuvor, was de Maizière veröffentlicht hat. Aber insgesamt ist, finde ich, dass sozusagen die Idee, als Kulturwissenschaftler würde ich sagen, Kultur als Prozess kann ich dann begreifen, wenn ich Entfaltungsräume habe. Aber ich finde diese Räume, ehrlich gesagt, irgendwie eng, weil die Identitätsmarker, die hier im Spiel sind, sind gebildet, Künstler und Religionsvertreter. Ich stimme dir zu, das ist von den Personen, von den Akteuren zu eng, aber eigentlich muss es uns doch freuen, auch wenn wir nicht mit allem übereinstimmen, dass man nicht so getan wird, Integration ist nur eine Frage von Arbeitsmarkt und sozialer Gleichstellung, also letztlich eine ökonomisch-soziale Frage, sondern Integration betrifft schon auch noch weitere Felder, wie wir uns als Gesellschaft verständigen über unser ideelles Selbstbild, über Selbstverständnis, unser Bild von uns selber, unsere Rolle in der Welt. Und das ist doch eigentlich was Schönes, dass da auch mal ein Gegenpunkt gesetzt wird zu dieser sehr ökonomisch-sozialen Diskussion. Wenn man einen Kulturbegriff hat, der sich nicht auf den bildungsbürgerlichen Kanon beschränkt von Goethe, Schiller, Bach und Beethoven, dann ist der Leitkulturbegriff an sich eigentlich so weit, dass man praktisch alles drunter fassen kann. Aber der Grund, warum in der Öffentlichkeit immer wieder auch an dem Begriff gestritten wird, ist ja nicht derjenige, dass man irgendwie unter dem Begriff alles fassen kann, sondern dass der Begriff der Leitkultur im öffentlichen Diskurs eigentlich darauf reduziert wird, die deutsche Gesellschaft hat eine feststehende Prägung, welche auch immer das dann ist, und die Migranten kommen dazu und die müssen sich da jetzt im weitesten Sinne anpassen. Es ist, migrationssoziologisch gesprochen, ein im weitesten Sinne assimilatorischer Begriff, der da mitschwingt, der mit dem Begriff nicht notwendigerweise verbunden ist. Man kann den Begriff auch mit anderen Inhalten füllen, aber das schwingt mit und das macht den Begriff in der öffentlichen Debatte auch so anstößig und kontrovers, ganz genauso übrigens wie sein Gegenbegriff, der Multikulturalismus, ja, genau, den man genauso bei einer wissenschaftlichen Betrachtung durchaus mit verschiedenen Inhalten füllen kann, weil er sehr flexibel ist, so wie er auch im theoretischen Diskurs gehandhabt wird. Aber so wie er im öffentlichen Diskurs verwandt wird, ist er genauso wie die Leitkultur letztlich, das eine steht für Statik und das andere steht für Beliebigkeit und Vielfalt und beides ist wahrscheinlich zu einfach. Also Assimilation ist eigentlich, mein eigentlich, dass A und B zusammenkommen, also zwei Bevölkerungsgruppen oder Ethnien. Und die ideale Idee ist eigentlich, dass ein C dabei rauskommt, dass ein Verschmelzungsprozess stattfindet. Das ist so der Prozess.
Aber in der Regel ist es natürlich so, wie wir das jetzt auch bei diesem Papier schon angedeutet haben, hier wird auf bestehende Strukturen, auf Prägungen verwiesen und die werden sozusagen aktualisiert mit den gewissen Begriffen wie bürgerliches Engagement, Geschlechtergerechtigkeit etc. Nur, also einer der ersten Theoretiker, der die ausdifferenzierteste Theorie zur Assimilation entwickelt hat, Milton Gordon, der hat ja interessanterweise, passt sehr, sehr gut zu diesem Papier, weil der hat 7 Stufen aufgestellt und ein zentraler Aspekt war für ihn die politische Integration. Also es fängt auch mit, was der normale Aufbau von Assimilations-Integrationstheorien ja ist. Am Anfang, das kennen wir aus dem Integrationsgesetz, gibt es die Sprache, dann kommt sozusagen die kognitive Ebene, dann kommt die Arbeit eventuell ins Spiel, also über Schulen, über Wissen aneignen, dann kommt die Arbeit ins Spiel, die strukturelle Dimension, dann kommt es zu sozialen Kontakten, ist sozusagen die nächste Stufe, Nachbarschaftsverhältnisse. Gordon hatte noch die Idee und Vision, dass Mischehen auch sehr integrationsfördernd sind. Und am Ende kommt dann, die 4. Stufe ist dann die Identifikation mit der Mehrheitsgesellschaft, dass man sozusagen ein Teil von der Mehrheitsgesellschaft. Und die Idee von Assimilationstheorien war immer, dieser 4. Punkt wird sich von selbst ergeben. So. Bei Milton Gordon interessanterweise kommen noch 3 weitere Aspekte, der Vorurteile, der Diskriminierung und der Civic Assimilation, also der zivilen Assimilation, die als die höchste Stufe bezeichnet. Und was hier sozusagen eigentlich verhandelt wird, ist eine gewisse Form der zivilen Assimilation, nämlich, dass die ethnischen Differenzen eigentlich gar nicht mehr diese Prägekraft haben, um Gesellschaften sozusagen in Konflikte hineinzubegeben, weil Konflikt war ein Begriff der 90er Jahre, der war sehr, sehr prominent, sehr, sehr stark. Und hier haben wir in dem Papier, und das finde ich auch interessant, da achte ich jetzt auch als Kulturwissenschaftler auch sehr drauf, man spricht von Streit. Und Streit ist für mich eine andere Kategorie als Konflikt. Weil beim Streit geht es schon darum, dass man eigentlich ja schon gemeinsame Werte hat, also im Familienstreit zum Beispiel, man hat eine gemeinsame Rahmung und in dieser Rahmung findet diese Auseinandersetzung statt. Beim Konflikt geht es vielmehr um andere Werte. Also in gewisser Weise auch wieder dann ein sehr bundesdeutsches Papier der alten Bonner Republik, die ja auch sehr viel vielleicht auf Streit in deiner Begriffsverwendung gesetzt hat, die aber den Konflikt versucht hat, möglichst gering zu halten. Und dafür steht ja auch der Erfolg der Institution des Bundesverfassungsgerichts. Vor dem Bundesverfassungsgericht hat man gestritten, man hat unterschiedliche Meinungen gehabt, aber letztlich hat das Bundesverfassungsgericht eine Lösung gefunden und da haben wir uns dann im Konsens der bundesrepublikanischen Gesellschaft drunter versammelt. Das heißt, Streit ist dann letztlich das Spiegelstück von Konsens in gewisser Weise, oder? Genau, also das wäre wirklich auch meine These für dieses Papier, sozusagen hier wird nationales Narrativ verwandelt sich in Kulturnarrativ, also wirklich, ich finde ja, dass Kulturnationen sich eigentlich verschmelzen in diesem Papier, weil eben dieser Punkt, dass man nicht auf Konflikt, sondern auf Streit setzt, auf gemeinsame Werte und diese Konsenspolitik, die man sozusagen auch in den 80er Jahren hatte und dann Luhmann kam in den 90ern, Konsens ist Nonsens, ja, da kommen diese Konflikte eben in den 90er Jahren auf, das wird eigentlich in gewisser Weise wieder aktualisiert und das Interessante ist aber, und da stimme ich mit dir vollkommen überein, ich finde dieses Papier positiv, definitiv, also weil es sozusagen es über die Vielfalt auch markiert, aber ich finde trotzdem, dass hier eine kulturelle Prägung mitarbeitet, ja, sich aktualisiert. Die Berufung auf das Grundgesetz ist eigentlich ein Zeichen der Integration. Wenn man so will, ein Kollege von uns, Christian Jocke in Bern, hat mal sehr schön gezeigt, wie im Streit, auch um Religion im öffentlichen Raum, die islamischen Verbände, nicht nur in Deutschland, auch in anderen westlichen Gesellschaften, irgendwann dazu übergegangen sind, ihre Forderungen in der Sprache des liberalen Verfassungsstaates zu artikulieren. Angefangen im Streit um die Mohammed-Karikaturen, ja, wo sie gesagt haben, das ist Islamophobie, die sich hier breit macht. Also sie haben mit der Nicht-Diskriminierungssprache agiert, um ihre Agenda durchzusetzen, was in der Tat ein Zeichen dafür ist, dass hier zumindest auf einer argumentativen Ebene man im liberalen Verfassungsstaat angekommen ist. Aber es ist wahrscheinlich auch noch ein Stück mehr, weil das Grundgesetz steht auch dafür, dass eben alle Menschen, alle Bürger zumindest gleich sind und die Staatsgewalt geht vom Volke aus, nicht von den Christen oder den Bio-Deutschen. Mhm. Und von daher ist der Umstand, dass gerade Migrantenvertreter sich besonders dezidiert auf das Grundgesetz beziehen, auch ein Einfordern von Gleichheit, dass sie im Diskurs als gleichberechtigte Akteure wahrgenommen werden, was sie vielleicht nicht immer sind, was sie aber in der Tat natürlich, wenn man unter dem Grundgesetz lebt, zwangsläufig sein müssen. Das
Das Grundgesetz ist, also das Grundgesetz ist keine totalitäre Verfassung. Das Grundgesetz sichert Binnenpluralität durch die Grundrechte. Wir dürfen alle uns unterscheiden. Von daher ist das Grundgesetz erstmal immer nur sozusagen ein Mindestrahmen, von dem wir ausgehen, wo dann anderes aufsatteln kann, sowohl in Bezug auf Werte, auf alltägliche Kulturpraktiken, ein bisschen wie man sich begrüßt. Was sich natürlich alles auch ändern kann im Laufe der Zeit, was aber natürlich neben dem Grundgesetz existiert, aber dann auch in Bezug auf Streitkultur, also die Bereitschaft, sich in öffentlichen Debatten zusammenzufinden. Von daher ist das Grundgesetz zuerst einmal natürlich immer nur ein nicht ein Minimalkonsens, aber es ist sozusagen ein Mindestplateau, von dem wir ausgehen. Allerdings, das Grundgesetz ist mehr als eine rein prozedurale, liberale Minimalverfassung. Das Grundgesetz ist, Bundesverfassungsgericht hat mal ausgedrückt, keine wertneutrale Ordnung. Das Grundgesetz fordert von den Menschen, die in Deutschland leben, letztlich, dass sie sich zusammenfinden. Und das Grundgesetz zielt insofern normativ auf mehr als eine bloße Organisation von Verfahren und die Sicherung von Grundrechten. Und das wiederum ist natürlich eine Erfahrung auf die Weimarer Zeit und deren Zusammenbruch, weil Weimar natürlich auch daran gescheitert ist, dass dieser Patriotismus, wenn man so will, die Bereitschaft, sich im Zeichen der Verfassung, im Zeichen der Demokratie zusammenzufinden, gefehlt hat. Aber das muss man im Paket betrachten. Man kann nicht hingehen und einfach Artikel 4 rausnehmen, ja, Religionsfreiheit, und dann einfach sozusagen seine eigene Prägung total ausleben. Ja? Sondern das muss sozusagen auch immer im Zusammenhang oder in Abgeglichenheit mit den anderen Artikeln. Ja? Die ersten 20 Artikel, die stehen ja ganz, ganz stark im Kern des Zusammenlebens, des sozialen Zusammenlebens im Grundgesetz. Und da entstehen ja sozusagen Streit und auch in gewisser Weise Konflikte. Also zum Beispiel, was den Schwimmunterricht, den koedukativen Schwimmunterricht betrifft. 2013 hatten wir da einen Fall, da hat eine Familie, die 11-jährige Tochter, sollte nicht am Schwimmunterricht teilnehmen. Dann hat ein Landgericht entschieden, sie muss teilnehmen. Und dann ging es bis zum Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig. Und die in Leipzig haben dann im Herbst 2013 entschieden, sie muss schwimmen, weil Bildungsauftrag überwiegt die Religionsfreiheit. Aber dann gab es so einen Schlichtungsfall, mehr oder weniger, der dann gesagt hat, aber es gibt ja ein Burkini. Und mit dem Burkini kann sie sozusagen daran teilnehmen. Und das war sozusagen so eine Verhandlung, wo dann die Elfjährige dann sozusagen zwang, aber trotzdem ihre Kultur bewahren konnte. Das war so ein Streitfall, also wo sozusagen mehrere Zusammenhänge ineinander greifen. Also was würdest du da sagen? Weil du hast vorher gesagt, sie haben die Nichtdiskriminierung als Referenz genommen. Gilt es da nicht auch andere Referenzen gleichzeitig bedienen zu können? Absolut, aber man wird natürlich im öffentlichen Diskurs zuerst dann nur auf eine Referenz beziehen, aber es ist in der Tat absolut zentral, dass man versteht, dass die Berufung auf das Grundgesetz nicht die Berufung auf etwas Feststehendes ist, was eine klare Lösung vorgibt, sondern gerade in Situationen, wo eine Gesellschaft noch keine Lösung für ein Problem entwickelt hat, ist die Berufung auf das Grundgesetz eine Positionierung im Diskurs. Und wer denkt, dass etwa die Berufung auf die Religionsfreiheit oder die Berufung auf irgendein anderes Grundrecht den Streit erübrigt und löst, weil man auf jeden Fall im Recht ist, der macht es sich zu einfach. In sehr vielen Fällen wird es, weil andere Grundwerte oder auch die Grenzen der Grundrechte, die im Grundgesetz auch niedergeschrieben sind, zu berücksichtigen sind, darauf ankommen, auf Grundlage unterschiedlicher Positionen eine Lösung zu finden. Nehmen wir ein anderes Beispiel, ganz losgelöst von Migration, die Homo-Ehe. Die einen sagen, im Grundgesetz steht Schutz von Ehe und Familie, deswegen darf es die nicht geben. Die anderen sagen, Nichtdiskriminierung, alle Menschen sind gleich und damit auch Lesben und Schwule. Und das sind unterschiedliche Positionen, die dann miteinander in Konflikt geraten oder vielleicht nicht in Konflikt, sondern in einen Streit geraten und dann früher oder später im Idealfall einer Lösung zugeführt werden. Aber dass auch dieser Prozess funktioniert, dass die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit bereit ist, sich auf einen Konsens zuzubewegen, das ist wahrscheinlich nichts Selbstverständliches. Und daran muss man arbeiten, ganz unabhängig von Migration. Und von daher ist das Papier, was wir zum Anlass für unser Gespräch nehmen, vielleicht auch ein Ausdruck von einer Krisenerscheinung. Wir reden über gesellschaftlichen Zusammenhalt und wir reden über die Notwendigkeit einer Streitkultur immer dann, wenn wir das Gefühl haben, sie wird brüchig, sie schwindet, sie zerrinnt uns in den Händen. Und von daher ist das Gespräch über Zusammenhalt, das Gespräch über Streitkultur eben Krisenerscheinung.
Auf jeden Fall würde ich total zustimmen, weil der Ausgangspunkt dieses Papiers, also der Arbeitsgruppe, war ja, dass de Maizière und Olaf Zimmermann, also der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats und de Maizière bei dem Flüchtlingsgipfel im Frühjahr 2016 sich in die Haare gekriegt haben. Das war genau der Punkt, den du jetzt gerade beschrieben hast, nämlich dieser soziale Zusammenhalt zerfällt, also der Aufstieg der AfD am Anfang mit den Flüchtlingen umarmt und dann kam diese starke, ich würde nicht sagen Retourkutsche, aber dieses Unbehagen sozusagen, welche Art der Gewalt wird sozusagen in der Gesellschaft entstehen, der soziale Frieden ist gefährdet und diese Ängste wurden ja auch geschürt, man hat auch versucht auf diese Ängste zu reagieren und dann hat der Maizière gesagt, wir brauchen wieder eine Leitkulturdebatte. So. Und dann hat Olaf Zimmermann gesagt, nee, dieser Begriff ist politisch tot, den können wir wirklich nicht aufwärmen. Und anhand der, und aber auf Tugende, ja, und sozusagen auf Werte konnten sich beide sehr, sehr schnell einigen. Ja, und da aus diesem Zusammenhang ist das Papier entstanden und das ist auch die Differenz. Ich glaube, der Maizière wollte unbedingt auch diese Leitkultur reinbringen, deswegen hat er am 2. Mai vorausgeschossen und hier ist nicht mehr drin, weil hier ist sozusagen der Deutsche Kulturrat noch mal stärker präsent und da ist entfallen. Aber es ist auf eine Krise hin entstanden, wobei dieses Papier. Rein analytisch beobachtend, dieses Papier, was wir zum Anlass genommen haben für unsere Diskussion, Zusammenhalt in Vielfalt, 15 Thesen zur kulturellen Integration und Zusammenhalt, darüber ist in den Medien relativ wenig diskutiert worden, während es dem Maizière mit seinem Begriff der Leitkultur geschafft hat, in den Medien eine Debatte auszulösen, die ja eigentlich genau dasjenige ist, die der Kulturrat auch haben möchte. Er möchte ja, dass wir streiten über gesellschaftlichen Zusammenhalt, schafft es aber selber nicht. Vielleicht auch deswegen, weil die Thesen ein bisschen zu sehr konsensorientiert sind. Sodass man vielleicht hin und wieder mit einer steilen These durchaus erfolgreich eine Debatte anstoßen kann. Das Entscheidende ist dann natürlich, dass man diese Debatte auch verantwortungsvoll fühlt, weil Debatten sind riskant. Erst recht in einer Zeit von Populismus und islamistischen Terror auch nach hinten losgehen. Absolut. Und können zu Desintegration führen. Und von daher trifft da die handelnden Akteure auch eine große Verantwortung.